Hallo Freunde, ich grüße euch. Ja, heute Nachmittag bin ich mal auf einer kleinen Solo-Tour unterwegs. Max, unser kleiner Hund, ist momentan noch zu Hause. Der hat eben gerade gut gegessen vielmehr. Und wir waren auch gestern in der Hundeschule. Das hat ihn schon mal ganz gut geschlaucht. Und ja, deshalb habe ich gedacht, ich nehme mir einfach jetzt mal die Zeit und bin heute mal ein bisschen alleine unterwegs für ein, zwei Stündchen. Und ja, wenn ihr Lust habt, lade ich euch ein, einfach mal kurz mitzukommen. Bis gleich. Ja, ich war den Weg hier schon mal im Winter entlang gegangen. Da stand das Teil hier eigentlich noch ganz gut da, aber mittlerweile ist es halt auch ziemlich zusammengefallen. Ja, auf der Fahrt hierher hatte ich Glück gehabt, weil da wäre fast ein kleines Reh reingelaufen. Also man muss wirklich in dieser Jahreszeit ganz, ganz arg aufpassen. Also gerade in diesen Waldgebieten oder Randzonen, da sollte man wirklich langsam fahren. Ja, und das war Glück, ich hatte nicht viel drauf, 50, 60 höchstens, obwohl das eine Landstraße war. Und von daher bin ich froh, dass ich es nicht erwischt habe. Ja, ihr habt gesehen, ich habe schon wieder eine neue Errungenschaft. Und zwar von Helikontex, den Satchel Bag. Ja, und diese kleine, feine Tasche, die werde ich euch nachher noch näher vorstellen. Und werde euch mal sagen, warum ich mir die besorgt habe und was ich daran so gut finde. Bis gleich. Ja, der Herbst hat schon echt was Schönes. Ja, wenn man so diese ganzen Farben hier sieht, das ist doch wunderbar. Guckt euch das mal an. Wirklich toll, ne? Gut, es ist heute ein bisschen trüb, aber das tut der ganzen Sache ja keinen Abbruch. Ja, schon Wahnsinn, wie so manche Pilze hier aus dem Boden rausschießen. Ich frage mich immer, ob man die überhaupt essen kann. Also gut aussehen tun sie ja eigentlich, ne? Aber wer weiß, da müsste man jetzt das Pilzbestimmungsbuch zur Hand haben, um das einfach mal rauszufinden. Soll ich das machen? Sehen wirklich schön aus. Und weiter geht's. Ja, der Bushcraft Satchel von Helikontex. Ich möchte euch erstmal kurz erklären, warum ich da drauf gekommen bin. Folgendes: Der Volker vom Abenteuer Hinterland, an diese Grüße, falls du das Video siehst, Volker, herzliche Grüße zu dir. Den habe ich des Öfteren schon mal mit so einer Tasche, ja, ich sag erst, nennen sie immer Trappertasche, umherziehen sehen. Und mir hat das immer sehr gut gefallen, weil ich habe hier durch diese Tasche einen riesen Vorteil. Und zwar, ich habe immer Zugriff hier drauf. Das heißt also, ich kann die hier sofort nach vorne nehmen und bin sofort mit irgendwelchen Sachen, die ich hier brauche oder benötige, sei es eine Brille oder verschiedene andere Sachen, die ich hier drin habe, bin ich sofort dabei und habe es auch schnell wieder verstaut. Die trägt nicht so stark auf wie ein Rucksack, finde ich. Ja, also sie lässt sich, obwohl hier, ich sag mal, genauso viel fast drin ist wie bei mir in dem Rucksack, lässt sie sich hervorragend tragen. Also wirklich, die hat ein richtig gutes Gefühl dabei. Ja, und das hat mir sehr gut an dieser Tasche gefallen. Und ja, wir gehen jetzt noch mal ein Stückchen weiter und dann stelle ich euch mal genau vor, was ich in dieser Tasche hier drin habe.
So, hier haben wir den Bushcraft Satchel von Helikontex. Und ich zeige euch nur mal kurz, wie diese Tasche aufgebaut ist. Also, zum einen ist es halt hier schön, was mir sehr gut gefällt. Ich habe halt hier überall schon mal YYK-Reißverschlüsse. Das merkt man sofort am Auf- und Zuziehen. Und das muss ich ganz klar sagen, das ist bei vielen Taschen nicht der Fall. Da sind irgendwelche Billigreißverschlüsse verbaut und die machst du dreimal auf und zu und dann hast du in der Hand. Des Weiteren habe ich hier eine Fronttasche und hier habe ich das große Hauptfach, da gehen wir nachher drauf ein. Wenn ich das Teil jetzt hier umdrehe, hier könnt ihr das sehen, habe ich hier ein Molle-System dran und ein Kompressionsgurt, der mir sehr gut gefällt. Hier habe ich die Möglichkeit, ein Messer oder reinzustecken. Hier unten kann man durchaus sehen, dass hier unten zu ist, diese Tasche. Aber was richtig geil ist, ist, hier habe ich mein Garmin drin. Hier ist eine Tasche, die ist unten offen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier. Und das ist ideal, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit der Bushbox unterwegs bin und ein kleines Beil habe, kann ich das hier durchstecken. Ganz klasse gelöst. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Wenn ich diese Tasche jetzt umdrehe, habe ich das genau auf der anderen Seite auch. Ja, das heißt also, ich habe hier einmal eine Tasche, die unten zu ist, hier unten. Und ich habe hier eine Tasche, die auch hier wieder unten auf ist. Und hier habe ich halt mein schönes Victorinox Ranger Grip dabei. Dann habe ich mir hier nochmal zwei Karabinerhaken besorgt. Kann man auch immer brauchen. Auch hier wieder ein Kompressionsgurt, um diese Tasche zu verzurren. Das Ganze ist hier aufgehängt, wie ihr seht, an einem Gurt. Hier mit zwei Schließen, den ich sehr schön verstellen kann. Ich bin noch am überlegen, ob ich mir hier vielleicht noch mal so ein Schulterpolster hole. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die trägt sich auch so sehr gut. Okay, dann schauen wir mal rein, was wir so alles in dieser Tasche hier drin haben. So, wir fangen mal vorne mit dem Fach an. Gut, Brille für die Leute, die nicht mehr so ganz gut sehen können. Und wartet mal, ich muss mal ganz kurz umschalten auf einen anderen Weitwinkel. So, ich denke, so ist es besser. Gut, hier habe ich drin Brillenputztuch, beziehungsweise hier für die Kamera, die Linse. Dann habe ich hier ein kleines Fernglas drin. 8x21, absolut ausreichend, wenn man mal kurz unterwegs ist. Und dann habe ich mir hier noch reingetan, so meine EDC-Taschenlampe, eine Kurbeltaschenlampe. Hier mit Solarpanel zum Aufladen. Die ist auch hier vorne drin. Ja, und dann habe ich hier noch mal ein paar Ersatzakkus für mein Garmin. Das ist also hier die Fronttasche. Ich nehme alles wieder rein. Und dafür ist diese Tasche ganz genau geeignet. Und zwar dafür, wenn ich wirklich kurze Touren mache. Oder ich mache einfach nur mal, ja, ich sag jetzt mal, einen normalen kleinen Spaziergang. Will trotzdem mal was mir Kleines kochen oder möchte was trinken. Und dann habe ich die Möglichkeit, das alles in dieser Flasche hier zu platzieren. Wir gehen jetzt mal ins Hauptfach. So, und im Hauptfach, warten Sie mal, müssen wir mal aufmachen. So, also, was haben wir hier drin? Also, es ist sehr, sehr geräumig, das muss man gleich schon mal sagen. Ich habe hier drin ein Sitzkissen. Gut, heute habe ich mit meinem Gaskocher. Dann habe ich hier meine Handschuhe drin. Dann habe ich hier noch drin meinen Windschutz für den Gaskocher. Des Weiteren ist meine, ja, ich sag jetzt mal meine Kochutensilientasche hier mit drin, ja, wo Kaffee und Gewürze und so weiter alles drin sind. Mülltüten, klar, auch immer mit am Start. So. Und dann verfügt diese Tasche, ihr seht ja, könnt ihr hier reingucken, einmal über nochmal eine Netztasche hier innen drin. Die gefällt mir auch sehr gut. Hier habe ich noch weitere Mülltüten und noch ein bisschen was nachher zum Kaffee. Das finde ich sehr gut, dass man da so eine kleine Netztasche nochmal drin hat. So, und rechts und links, und das hat mir besonders gut gefallen, ist nämlich hier nochmal eine Tasche mit Gummizug. Hier könnt ihr gucken. Hier mit Gummizug ist die. Und hier habe ich im Prinzip meine, auch von Helikontex, eine neue Flasche drin, eine Trinkflasche. Die habe ich hier drin. Machen wir mal hier raus. Und die passt natürlich auch hervorragend in den Tatonka-Becher. Deshalb habe ich den auch mit.
und was haben zum Kochen. Und auf der anderen Seite habe ich hier einmal meinen Zunderbeutel, nochmal eine Ersatzgaskartusche, weil meine gleich leer ist nachher, und mein Feuerstahl. Also ihr seht, diese Tasche ist unheimlich geräumig. Ja, also wenn ihr hier reinschaut, das ist also wirklich schon vom Platz her. Hier oben habe ich natürlich noch mein Gerbermesser drin. Also diese Tasche ist sehr, sehr, sehr geräumig. Also hier könnt ihr einiges reinpacken. Ja, sehr leicht, ein sehr massiver Stoff. Irgendein, das ist ein Contura, aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. Müsst ihr mal in der Beschreibung lesen. Und wie gesagt, also ich bin mit dieser Tasche wirklich voll auf zufrieden und ich werde die auf jeden Fall jetzt öfters nutzen und ja, dann werde ich die Sache mal wieder einpacken. Ja, das war sie eigentlich schon. Also das war hier jetzt mal eine kurze Vorstellung von der Helikon Tex, von dem Satchel Pack. Und ja, ich habe mir die Tasche selbst gekauft, wie gesagt, also kein Sponsoring oder irgendwas, sondern ich habe die einfach mal mir zum selbst gekauft. Ich will die einfach mal ausprobieren und bis dato gefällt mir sie sehr gut und ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Und wenn ihr wieder mal eins schauen wollt, geht mal in meine Playlist rein und da könnt ihr verschiedene Reviews von einigen Sachen sehen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich habe hier mir jetzt noch einen Kaffee aufgebaut und den werde ich mir jetzt noch schnell gönnen und sage bis dahin, macht's gut.